figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zelda Tears of the Kingdom, wo wir heute mit Darklink am Start sind. Wo war das nochmal? Ich glaube da hinten, ne? Denn ich bin hier im Untergrund unterwegs und ich hole mir gerade legit. What? Aha. Die zwei wohl coolsten Outfits hier in dem Gebiet. Nur ist die Frage genau, wo das genau ist. Was bist du am Boden? Ach so. Bro. Hallo? Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber... Ah, hier oben ist der Wichsknödel. Da müsste man sonst richtig, ne, klettern hier. Hey, sag es nicht. Du, der du mich ansprichst, bringen sie mir. Bring mir jene Seelen, die in die Welt jenseits der Deinen zurückkehren sollen. Ehrlich, das sind es, von denen ich spreche. Verlorene Seelen, die in dieser fremden Welt den Weg nach Hause suchen. Ich bin es, der die Irrlichter dorthin zurückschickt, wo ihr wahrer Platz ist, gerecht, ohne Unterschied. Gut, böse, alles leere Worte, Illusionen, die in unerleuchteten Spuken. Vor mir aber sind alle Seelen gleich. Scheint, als seist du meinen Brüdern bereits begegnet, so bitte ich dich um ein wenig Geduld. So. Meine Macht und die meiner Brüder schuf die Kapuze der Finsternis. Bring mir ein angemessenes Opfer dar, um diese Gabe habhaft zu werden. Hier, auch 300, also brauche ich noch etwa 100 Stück. Ich habe alle gefunden, Bro. Sage ich dir so, wie es ist. Und wenn ihr das auch haben wollt, kann ich euch das ganz gerne mal zeigen. Hier in der Mitte, das ist Hyrule, ne? Also da der Wald der Crocs. Da war ich vorher. Das nehme ich auch, Magischer Tod der Klippe. Da gibt es auch so einen Kollegen. Ne? Dann habe ich hier zuerst gesucht wie ein Vollhonk. Aber nein, das ist da hier noch. Hier. Also 4. 5. Das sind die 5. Und jetzt für die, die jetzt denken, ja, boah, wo ist das? Hier. Einmal von hier nach da. Dann müssen wir wieder einmal nach unten. Gehen hier rum. Da gehen wir da rein und dann hier rüber. Ne? Dann haben wir hier den Shit. Und hier seht ihr auch, wo ungefähr die Leuchtdinger sind. Markiert es euch ungefähr. Dann haben wir hier oben, könnt ihr auch instant, so, ne, einfach hier rein, ne, dann kommt ihr hier hin, geht da einfach nach unten, hier hin, fertig, dann habt ihr den Shit, dann hier, der war ein bisschen nervig, geht ihr vom Turm in den Doipan-Ruin, einfach hier rüber, geht, springt da ins Loch, macht denselben Rotz, geht bis hierhin, holt euch den Point und redet mit dem Arsch. So, und natürlich hier auch noch dasselbe in grün, haben wir hier das Ding da, ne,
Und dann müsst ihr immer nach da unten. Und direkt wenn ihr hier ankommt, müsst ihr das Ding sowieso aktivieren. So. Und hier unten, wie gesagt, haben wir hier ein Loch zum Reinspringen. Und jetzt müssen wir noch hier reinspringen. Das kann man jetzt wegmachen. Ich hole mir nur noch die Irrlichter hier. Und Jungs, Mädels, farmt euch sowas. Und holt euch einfach einen Dreierbogen irgendwo her. Vorher macht es absolut keinen Sinn, hier runter zu gehen. Und farmt euch sicher um die 700 Stück oder so. Farmt euch einfach. Gönnt euch. Weil, ihr wollt hier unten nicht verweilen ohne die Dinger. Weil ihr wollt sehen. Das ist sowas von behindert. So. Voilà, alles erhält. So, und jetzt wollen wir dahin. Also, wir gehen jetzt hier hin. Turm der Hyrule-Ebene. Ja, ich brauche vor allen Dingen jetzt noch irgendwie 80 oder so von diesen Irrlichtern. Sonst geht's nicht weiter bei mir. Wäre ultra dumm. Ich lieb's, ohne Scheiß. Und wir haben noch ein Set, was es in Breath of the Wild nur als Amiibo gibt. Oder gab. Und diesmal haben wir eine Quest dafür. Moment. Wahrscheinlich cutte ich gleich, weil ich habe natürlich jetzt die Cheats aktiv, ne? Moment. Da ist das Ding. Ist es wirklich hier? Hi. Nett. Nette Aussicht. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, das vergessene Plateau, oder? Ja. Wo hat's legit... Ja, aber so weit entfernt. Sind die dumm? Das ist ja über... behindert. Und natürlich Nacht. Ich hatte auch schon einen Blutmond. Habe ich sogar aufgenommen. Also, ne, 15 Sekunden oder so über, oder 30, keine Ahnung, was das ist, über Switch. Königsschild. Nicht mal ansatzweise kannst du zulassen. Der dunkle Magier. Erkennt ihr es noch? Weil ihr den ersten Teil gespielt habt. So cool.
Vergessenes Plateau, Schlosstor gefangen auf dem Grunde des Wassers. Schlosstor gefangen auf dem Grunde des Wassers. Aha. Eine Fliege hat sich bei uns verirrt. So, ist die Frage, welches von diesen Löchern ist es? Ja, gehen wir einfach mal gucken, ne? Groß falsch kann ich nicht liegen. Aber hey, irgendwie will ich hier schon einen Save Point haben, damit ich wieder hier hinkommen kann. Ah, damit könnte man zurückspulen. Okay. Hi, ihr Bockblins. Na? Wollt ihr Schläge? Ich glaube kaum. Dass ich hier... Oh, ist das nervig. Habe ich jetzt hier einen anderen direkt? Ja, ich glaube, ich gehe zuerst mal in den da. Ach, du wieder. So. Ist es das? Ja. Machen wir ein bisschen die Löcher unsicher. Dann habe ich das auch mal mit euch gemacht. Hier oben, okay. Ja. So, einmal hier rein. Hallihallo. Aha. Ah. Aha. Die hätten sich sicher interessante Sachen ausgedacht, wenn man hier von A nach B kommt. Und ich glitsche mich hier durch und cheate mich durch. Hä? Naja, das Problem ist, dass das Zeug hier ist viel zu dunkel hier. Legit. Danke. Mhm.
Aha. Bei meinem Glück wäre ich hier runtergefallen. Aha. Hier haben wir noch eine Truhe. Untertagehemd, okay. Ah. Und warum bin ich gekommen, ne? Ah. So. Nehme ich alles mit. Oh. Ist schön, ne? Mal das Ganze richtig zu sehen. Permanent. Also mir macht das viel mehr Spaß, als hier alles rumzuwerkeln. Wenn alles mal voll im Licht ist, kann ich mir mal überlegen, richtig da durchzugehen, weil auf meinem Hauptschirm würde ich das nie machen. Ich habe da noch nicht mal ansatzweise Dark Link. Ich habe da gerade mal das Master Sword. Und das auch nur, weil ich genau weiß, wo ich hin muss. Sonst RIP. Aha. Gehen wir mal dem Knödel hinterher. Hä? Aha. Interessant. Ja, ich hab's. Ich werde trotzdem weiter einsammeln, falls mal irgendwas kommt, was ich noch brauchen könnte. Falls irgendjemand noch was rausfindet. Aber dann kommt man dort oben raus. Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich das gemacht. Okay. Ah, hier müssen wir hin. Also, sprich, das ist the way. Oder das da, einen von beiden. Den kannst du in der Tonne kloppen und der eine da oben auch.
Da wollte ich hin. Was machst du denn an diesem Ort? Ach, wahrscheinlich hattest du mich dasselbe fragen, stimmt's? Du stellst hier auch Nachforschung an, oder? Naja, weil du dich für die Forschungsgruppe beworben hast. Wir sind auch nur zur Forschung hier, weil wir uns als Forscher beworben haben. Ja, als Forscher. Welch ein Zufall hier. Sieh mal, wir verstehen nicht, was das für ein Gerät ist. Das mit der zittrigen grünen Schrift und diese seltsame Statue. Vielleicht ist das einer dieser Steinleute, die man Konstrukte nennt. Bestimmt sollte sich das Ding irgendwie bewegen. Oh, übrigens, das sind alles nur meine Vermutungen. Wir kriegen mächtig Ärger, wenn wir nicht bald mehr herausfinden. Aber wie? Da stecken wir ganz schön in der Klemme. Ja, ihr seid vom Chiga-Trupp, ihr kleinen Bastarde. Es bewegt sich. Übertrage die Bauautomatik. Ich empfehle dir, diese Forschungen im Untergrund und Ausgrabungen von Sonanium einzusetzen. Jetzt kriegen wir noch eine Fähigkeit. Uns fehlt nur noch das Fotografieren. Hier werden ausgeführte Ultrahand-Bauprojekte automatisch aufgezeichnet und können danach mit Objekten in der Nähe und Sonnenium sofort nachgebaut werden. Träume ich oder ist es gerade wirklich passiert? Hast du echt die Macht der Götter erhalten, von der im Text die Rede ist? Unglaublich, es wäre toll, wenn du uns das einmal demonstrieren könntest. Der Text beschreibt diese Macht. Mal sehen. Mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut erstellen. Ah, ich weiß. Zufällig sind unsere Fahrzeuge kaputt. Leider haben wir es bisher nicht geschafft, sie zu reparieren. Bei dem auf dem runden Podest ist es ein Rad abgefallen. Und das auf dem quadratischen Podest ist ganz auseinandergefallen. Schaffst du es mit deiner Macht, das Fahrzeug auf dem runden Podest zu reparieren? Dann sollte es auch kein Problem sein, das auf dem quadratischen Podest wieder funktionstüchtig zu machen, oder? Soll es bei dem auf dem runden Podest probieren? Aha. Aha. Ah nee, das ist natürlich jetzt. Und die Hauptattraktion, deine Reparatur des total kaputten Fahrzeugs auf dem quadratischen Podest. Und was die Macht der Götter wirklich kann. Mach es zurück wieder flott. Aha. Aha. Das ist nice. Unglaublich, sehe ich etwa doppelt. Und es war auch blitzschnell gebaut. Nichts weniger habe ich mir von der Macht der Götter erwartet. Da stimmt es also, was in den Texten stand. Die Macht unfassbar. Meister! Aha, also gibt es sie wirklich. Die Macht der Götter. Gute Arbeit, ihr beiden. Und du da, Schwertkämpfer, du hast auch was bei mir gut. Ja, du hast auch was bei mir gut.
Niemals werde ich vergessen, wer mich aus unserem Versteck in der Gerudo-Wüste nach hier unten hat stürzen lassen. Das warst du! Ich hatte geschworen, mich zu rächen an dieser Zelda und an meinem allergrößten Feind. An dir, Link! Endlich treffen wir uns wieder. Sag nicht, du hättest mich vergessen. Nein, mein Lieber, wir sind durch das Schicksal verbunden. Hör meinen Namen und erzittere erneut. Ich bin der Meister der Chiga. Der Starke, auch im Untergrund. Mächtig für alle Zeiten, unübertreffliche Koga! Koga, Anführer der Chiga. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie du dir die Macht der Götter unter den Nagel gerissen hast, nachdem wir gesucht haben. Wir haben hier uralte Texte aufgestöbert, in denen was darüber steht. Damit kann man zusammengebaute Sachen speichern und ruckzuck erneut herstellen. Diese Fähigkeit soll schon vor langer Zeit verloren gegangen sein. Du hast geschummelt. Wir rackern uns hier ab, um Zeugs in ehrlicher Handarbeit zusammenzubauen. Aber du kannst das mit Handumdrehen erledigen, ohne Mühe, das ist Betrug. Diese Macht würde der Person, der wir huldigen, sehr nützlich sein, seiner Großartigkeit nämlich. Diese Macht sollte das dazu dienen, Zelda und dich zu vernichten. Und jetzt wagst du sie zu stehlen? Nachdem es jetzt so weit gekommen ist, bleibt mir nur eine Wahl. Ich werde dich besiegen und nehmen, was uns zusteht. Aha. Mach dich bereit. Ich werde versuchen, nicht den Scheiß zu nutzen. Aber, Moment. Hallo? Kann es sein, oder ist er noch einfacher geworden? Ich habe natürlich das Master Sword. Ja gut, das ist nicht mal das Master Sword. Wow. Aua, Bro. Das hätte ich auch mit mehr, also mit weniger Herzen hingekriegt, aber trotzdem. What the fuck? Da haben wir jetzt komplett umgerannt. Geil. Impertinenter Wicht, was wagst du es, mit solchen Taschenspielertricks zu kämpfen? Doch egal, der Klüre gibt nach. Dieses eine Mal lasse ich dir deine Frechheit ausnahmsweise durchgehen. Doch sperr die spitzen Lauscher auf, denn ich hab dir was zu sagen. Solche Ruinen wie hier habe ich schon haufenweise gefunden. Und ich habe dich beobachtet, du benutzt deine rechte Hand, um das Konstrukt dort zu steuern. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Also, ich muss dann langsam mal los zur verlassenen Südwestmine. Dort schnappe ich mir auch diese Macht, die du besitzt. Anschließend werde ich an der Seite seiner Großartigkeit diese Welt ihrem Ende entgegenführen. Okay. Bei sofort es mir zu folgen, vergiss es. Ist doch mir egal, wo du hingehst. Ich weiß dann sowieso später über die Questline, wo wir hin müssen. Kogas finstere Pläne, Episoden. Hi. Enormer Sonau-Energie-Kristall. Wo das? Link! Danke, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Ich habe heimlich eurer Unterhaltung gelauscht. Die verlassene Mine im Südwesten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Gerudo-Mine sein. Die verlassene Gerudo-Mine, okay. Abbau und Verarbeitung von Rohstoffen florieren dort einst, aber nun teilen sie das Schicksal der verlassenen Zentralmine. Folge dem Weg, den die steinernen Statuen weisen, um zur verlassenen Gerudo-Mine zu gelangen. Okay. Am einfachsten wäre wohl, wenn du erst mal in Richtung dieses Lichts dort loslaufen würdest. Ach, und noch eine Sache, bevor du aufbrichst. Ich möchte dir etwas vermachen und sprich zu diesem Zwecke bitte einmal mit deinem Artgenossen da drüben. Aha. Ich danke dir dafür, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Ich verstecke mich, um ihnen zu entgehen. Nun gut,
Da du über die Bauautomatik verfügst, lass mich dir als erstes diese Bauplansteinplatte überreichen. Konstruktionszeichnung, mit der du zum Beispiel ein Fahrzeug, der so nachgebaut werden kann, nutze für Nachbauen, für Nachbauten die Bauautomatik. Okay. Du wirst nun mit Hilfe der Bauautomatik ein weiteres Objekt herstellen können. Gestatte mir, die nötigen Teile für dich vorzubereiten, damit du die Bauplansteinplatte ausprobieren kannst. Okay. Mit Hilfe von Bauplansteinplan kannst du sogar Objekte anfertigen, die du noch nie zuvor gebaut hast. Ich hoffe, du wirst großen Nutzen daraus ziehen. Witzig. Oh Mann. Das hört jetzt nicht auf, weil wir eigentlich über dem Limit sind. Von daher gehen wir mal kurz darunter. Boah, geht mir der Ton auf den Sack. So. Jetzt haben wir das auch schon aufgenommen. Also in unser Repertoire. Aha. Und halt meine Leben. Das ist sehr gut. Alchemiekonstrukt. Ja gut. Zu der Gerudo-Mine. Ah eben, ja. Jetzt will er mich hier direkt durchlotsen. Gehen wir mal auf den Spuren von diesem Knödel entlang. Der Kackbratzen-Johnny. Aha. Das will ich dich gerne beantworten. Sieh dir diese gewaltige Statue mal genau an. Ah. In der Dunkelheit hier sieht man es nicht so leicht, aber da drüben ist auch einer. Okay, er scheint in Richtung der nächsten zu blicken und dann immer weiter. Aber du wirst den Schatten wohl nicht mehr folgen können, oder Link? Aha. Aha. Hey! Arschkrampe! Sackgesicht! Aha, da fehlt ein Kochtopf. Also zumindest was zum Anheizen.
Und gerade weil es hier so dunkel ist. Erhellen wir das Ganze mal. Aha. Aha. Abkürzung, ne? Nach da oben. So. Hallo? Aha. Beam mich hoch, Scotty. Hallo, du. Feier ich. So. Aha. Gut, dann geht's hier rüber. Aha. Wenn wir nach da unten schießen. Aha. So. Voilà. Und jetzt? Aha.
Also sieht man schon, was man eigentlich bräuchte, um überhaupt hier durchzukommen. Und zwar sehr viel Materialien. Klar kann ich alles auch normal klettern, aber wir wollen ja auch ein bisschen Progress haben. So. Ah. Das Ding. Hier kommt jemand, meine Rettung. Ich bin voller Miasma, mir geht's gar nicht gut. Ich brauche dringend Sonnenflecken. Aha, du bist meine Rettung. Und du bist ein Chiga. Vielen lieben Dank. Hier in der Gegend gibt es so viel Miasma, da bin ich mitten reingelaufen. Schon die kleine Berührung mit Miasma kann einen krank machen. Da hilft es nur, es weiträumig zu umgehen oder aber peinlich darauf zu achten, es nicht zu berühren. Und wenn man krank wird, dann heißt es schnellstens zurück an die Oberfläche oder Sonnenfleckchen verwenden. Vor kurzem habe ich gehört, dass auch das Licht der Riesenbäume eine heilende Wirkung besäße. Aber naja, das alles hat für dich keine Bedeutung mehr, denn ich werde dich hier und jetzt kalt machen. Dein Leben gehört mir. Ich wusste es. So. Ah, roter Rubin. Hatte ich noch nie. Ah. Voilà. Und nu? Weiter geht's. Es hat hinten schon das nächste. Da hat's ein paar, ne? Einmal hier. Hä? Hey! Hey, Sackgesicht! Bist du mir hier, um mir in die Quere zu kommen? Oh. Gigama. Aha. Okay. Der war ja irre einfach, wenn du weißt, was du kaputt machen musst. Gigama-Riesenzahn. Gigama-Nagel. Okay. Wir sind fertig. Ich habe fertig. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Warte mal. So. Da hinten.
Und dann da oben. Yo, Bro, wo willst du mit mir hin? In die weite Welt oder was? Moment. Wir holen uns zuerst mal die zwei an der Front hier. Weil dann kann ich mich zurückporten. Boah, ich sehe nichts und ich hasse das. Oh. Hier. Aha. Hä? Ist es weiter weg? Hallo? Na bitte. Die dunklen Weiten sind nicht mehr so dunkel gerade. Danke. So. Aha. Also wenn das nicht mal den Chiga-Aufenthaltsposten zeigt. Ja. Ich hole mir zuerst mal den Shit da oben. So. Ja.
Okay. Hi. Hä? Das sollte doch mit der rechten Hand gehen, aber egal wie oft ich es auch versuche, es funktioniert nicht. Hey, du da, versuchst du mal dein Glück. Hi. Was? Das bist du ja, Link. Du konntest es also nicht lassen und bist mir gefolgt. Ich mache das genauso wie du, aber diese blöde Ding reagiert nicht. Hast du mich etwa reingelegt? Genug Zeitverschwendung, dieser Kram liegt mir sowieso nicht. Ich werde kämpfen, dich besiegen und mir die Macht zurückholen. Mach dich bereit. Aha. Ah. Bro. Ich sag's dir nur ungern, aber ich hole dich mal runter, ne? Warum kriege ich Schaden? Ach so, das macht das Schwert. Sorry, ich muss mal wechseln. Ich nehme jetzt das Master Sword. Habe ich auch kombiniert. Au, Arschloch. Ich hätte gewonnen gehabt. Oh. Hä? Ich disrespekte ihn. Ich ignoriere ihn einfach. Oh, hi. Als könnte der mich aufhalten. Oh, der war schön. Verpiss dich. Bäh, hier ist es viel zu sandig. Ständig kriege ich das Zeug ins Auge. Nur darum lasse ich die normal davon kommen. Dieses Konstrukt Schrotthaufen reagiert sowieso nicht. Egal, Planänderung. Diese Operation macht Götter an mich reisen. War ein Fehlschlag. Abgehakt. Wäre nett gewesen, diese Macht zu haben, aber unser eigentliches Ziel ist sowieso ein anderes. Hier gibt es nämlich was unglaublich mächtiges, Sonau-Energiekristalle, und die sammeln wir. Damit reparieren wir dann eine uralte, furchtbare, unschlagbare Waffe und bringen sie seiner Großartigkeit dar. Damit kann er sich dann endlich seinen Wunsch erfüllen, das Ende der Welt. Behalte ruhig die Macht, die du uns gestohlen hast. Ich habe schon fleißig Sonau-Energiekristalle gesammelt, um damit die ultimative Waffe zu reparieren. Jetzt gibt's hier nicht mehr zu holen. Dieser Ort ist nur noch ein leerer Berg. Ich überlasse ihn dir. So, jetzt verlasse ich dich in Richtung verlassene Ostmine. Okay. Und warum sagst du mir, wo du hingehst? Vollidiot. Auf in die Lüfte! Ich glaube, ich skippe das kurz. Bis ich dann da bin. Das habe ich euch einmal mitgenommen. Danke, dass du Eindringlinge vertrieben hast. Dass ihr so laut geredet habt, konnte ich übrigens nichts anderes als eure Unterhaltung zuzuhören. Für die verlassene Mine im Osten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Ranel-Mine sein. Das ist extrem weit weg. Außerdem gibt es in diesem Gebiet hier keine steinernen Statuen, die den Weg dorthin weisen. Man sollte vielleicht hinauf an die Oberfläche und sich dann in der Region im Osten in einen Abgrund begeben. Zum Glück weisen in zwei Abgründen der Region im Osten steinerne Statuen den Weg zur verlassenen Ranel-Mine. Und zwar ein Abgrund auf einem Hügel im Sumpf von Ranel und einer bei einem Dorf in den Berg südlich davon. Ach, bevor du auf der Reise aufbrichst, jo, spreche noch mit meinem Konstruktgenossen. Also zuallererst würde ich ganz gerne das mal nehmen.
Danke. Wozu auch immer ich die dann benötigen werde, aber haben ist haben. Aha. Ruhmkoga. Laber nicht. Nicht mal eventuell hast du Ruhm mal erreicht. Ich glaube, die Ranel-Minen habe ich sogar schon gefunden. Hä? Autorisierung erfolgreich. Willkommen, Meister. Ich bin ein Alchemie-Konstrukt. Meine Aufgabe ist es, Sonanium zu anderen Materialien zu verarbeiten. Einen Moment, bitte. Okay. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my.